Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ja, ich sitze hier in Vientiane in Laos. Ja, der Monat ist fast schon wieder vorbei. Heute war ich wieder bei der Visa-Verlängerung und ja, habe mir gedacht, ich mache heute mal ein kleines ausführliches Video über das Thema Visum, Visa-Verlängerung hier in Laos. Ja, zuerst einmal geht es ums Thema Einreise nach Laos. Gut, im Moment sind die Grenzen noch zu aufgrund der Corona-Situation, aber unter normalen Umständen ist es halt so, ihr reist halt hier nach Laos ein, entweder über Land, zum Beispiel von Thailand, Kambodscha, Vietnam oder, ja, oder halt per Flugzeug, dann entsprechend auf den internationalen Flughäfen hier in Vientiane, Luang Prabang oder Paxe. Ja, wenn ihr hier normales Touristenvisum haben wollt, ist ganz einfach. Ihr braucht da im Vorfeld nichts zu beantragen. Ihr geht ganz normal an die Grenze oder entsprechend am Flughafen. Füllt ihr im Prinzip so einen Zettel aus und dann zahlt ihr $30 an der Grenze, 30 US-Dollar. Ihr könnt aber, glaube ich, sogar einen Euro auch bezahlen an den Landesgrenzen. Und ja, dann bekommt ihr ein Visum für 30 Tage. Wenn man bereits in Laos ist und möchte sein Visum verlängern, dann gibt es ja, verschiedene andere Möglichkeiten. Wenn ich mich in Grenznähe befinde, zum Beispiel hier in Vientiane, kann ich zum Beispiel eine Art Visa-Run machen. Das heißt, ich fahre hier rüber zur Friendship Bridge, reise aus, reise nach Thailand zum Beispiel ein, das Ganze wieder zurück und habe wieder für $30 ein 30-Tage-Visum. Ist natürlich auch mit einem zeitlichen Aufwand verbunden. Weil die Friendship Bridge ist natürlich hier ein bisschen außerhalb. Da fährst du eigentlich schon fast, je nachdem, wo du hier in Vientiane dann wohnst, halbe bis Stunde ungefähr, je nachdem, wo du hier bist, kann das im Prinzip schon dauern, bis du da bist. Dann halt noch die Ausreise, die Einreise nach Thailand, wieder die Ausreise von Thailand, wieder die Einreise nach Laos, wieder den Weg zurück. Da sind wir schnell ein paar Stunden weg. Ja, dafür ist es aber im Prinzip die günstigste Variante mit 30 US-Dollar. Plus halt ebenfalls noch Kosten für Bus oder Transport oder Auto oder Fahrer oder Taxi, whatever. Die zweite Möglichkeit ist, man geht hier vor Ort zur Immigration, zum Beispiel hier in Vientiane oder auch in Luang Prabang gibt es auch eine Immigration. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in Paxe auch eine gibt. Aber zum Beispiel, man geht hier, also so mache ich es jetzt hier, das geht also komplett unkompliziert. Ich gehe halt einfach mit meinem Pass zur Immigration, fülle da wieder diesen Zettel aus. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal ein Foto gemacht. Sollte ich das noch finden, blende ich es hier mal kurz ein. Also es ist im Prinzip einfach nur so ein DIN A4-Blatt mit eurem Namen, Passnummer, Ausstellungsort und Datum. Und ja, die aktuelle Wohnadresse hier in Laos, wo man gerade im Moment residiert. Und dann ja, zahlt man im Prinzip die Gebühr. Die Gebühr ist allerdings hier bei der Immigration teurer, als wenn man einen Visa-Run machen würde. Man kann ein Visum unter normalen Umständen bis zu 3 Monate verlängern. Und jeder Tag kostet 2 US-Dollar. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich muss es im Moment so machen, weil ich halt im Moment keine andere Möglichkeit habe. Ich gehe halt zur Immigration, zahle da im Prinzip meine 2 US-Dollar pro Tag. Das sind umgerechnet 625.000 Kip plus 5.000 Kip Gebühr für dieses DIN A4-Blatt, also 630.000 Kip. Das sind umgerechnet so um die, ja, 63, 64, 65 Euro. Ja, dann kann man das halt machen. Man kann halt auch beliebig lange verlängern, bis zu 3 Monate. Ich mache es aber immer monatsweise, weil ich immer so ein bisschen die Hoffnung habe, dass hier auch recht bald irgendein anderes Land seine Grenze aufmacht und ich dann halt auch wieder im Prinzip reisen kann. Ja, dafür läuft es aber auch in der Immigration total unkompliziert. Wir wohnen, also ich bin, Van und ich, wir wohnen auch nicht weit weg.
Ich sag mal, ich sitze hier gerade am Patuxai. Das ist eigentlich genau hier in der Mitte zwischen unserer Wohnung und der Immigration. Von der Immigration laufe ich so 5-6 Minuten bis hier zum Patuxai und vom Patuxai nochmal 5-6 Minuten dann halt zur Wohnung. Ist ein kleiner Spaziergang, kann man zu Fuß machen, ist also absolut kein Problem. Das läuft auch alles komplett unkompliziert. Man geht da rein, legt einen Pass hin, zahlt die Gebühr, bekommt den Zettel, dann setzt man sich an den Tisch, füllt den gerade schnell aus, geht dann an den zweiten Schalter und dann gibt man im Prinzip dann den Pass mit dem Visum ab, dann bekommt man noch eine Passkopie. In der Regel kann man dann, je nachdem wie viel los ist, 1 bis 2 Tage später kann man dann sein Visum wieder abholen. Also ich war gerade da, ich kann mein Visum morgen früh um 9.30 Uhr dort wieder abholen. Ja, passt soweit. Also es geht alles recht schnell und ist unkompliziert. Ja. Gut, klar, die ersten 2 Verlängerungen, da hat das auch ein bisschen gedauert. Zumindest die erste, die war richtig krass. Da habe ich auch 1 Stunde in der Schlange gestanden. Aber das war halt kurz vorm Lockdown, 2-3 Tage vorher. Und ja, klar, da ist natürlich der Teufel los. Ja, mittlerweile ist das alles hier recht gut eingespielt. Mittlerweile sind natürlich auch viele Ausländer, die hier noch festgesessen haben, wieder mit Rückholflügen oder sonstigen Flügen, wieder dann ihre Heimatländer zurückgekehrt. Und ja, die Ausländer, die noch da sind, sind, glaube ich, auch mittlerweile überschaubar. Ja, das sind die Möglichkeiten, die man hat. Man braucht auch zum Beispiel, wenn man zum Beispiel aus Deutschland einreist, man braucht sich nicht vorher um Visum zu kümmern. Das ist totaler Quatsch. Unter normalen Umständen, lassen wir mal die Corona-Situation außen vor, setze ich mich in den Flieger, fliege nach, gut, es gibt keine Direktflüge nach Laos, das heißt, in der Regel fliegt man nach Bangkok, von Bangkok aus dann nach Laos, hier nach Vientiane oder nach Paxe oder nach Luang Prabang und kann halt ganz normal sein Visum am Flughafen oder am Grenzübergang dann entsprechend holen. Ja. Alles recht einfach und unkompliziert. Ich meine, Laos ist ein kleines Land, aber halt die Verkehrsverbindungen sind halt echt auch teilweise, also die Straßen sind hier katastrophal, wenn man mal hier aus Vientiane rausfährt. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, wo ich mit Van jetzt dann dieses Resort an diesem Stausee gefahren bin. Das waren 110 Kilometer, haben fast 5 Stunden gebraucht. Gut, wir haben 2-3 kleine Päuschen unterwegs gemacht von jeweils 15 Minuten, aber letzten Endes schneller als 60 ist da auch nicht. Ja? Wenn man mit dem Auto oder vielleicht auch mit dem Motorrad oder so dann Laos erkunden will oder halt auch mit Minivan, wenn man halt mit Öffentlichen fährt oder mit Bussen, wirklich schnell geht das nicht. Das heißt, man braucht für die Strecken hier, die für deutsche Verhältnisse eigentlich echt kurz sind, aber man braucht hier echt viel länger, weil halt die Straßenverhältnisse teilweise echt katastrophal sind. Deswegen ist es natürlich auch ziemlich geil, dass man ein Visum auch gleich mal bis zu 3 Monate hier bei der Immigration verlängern kann. Geht natürlich nur bei der Immigration. Ist natürlich aber auch visatechnisch ein teures Verhältnis, ja, wenn ich mir überlege, pro Monat knapp über 60 Euro, ja, das sind für 3 Monate 120 Euro Visagebühren, ist natürlich happig. Ja. Da ist natürlich unter Umständen ein Visa-Run an der Grenze ja, kostengünstiger, ja, weil kostet halt einfach nur die Hälfte. Und, aber im Moment ist halt immer noch Corona-Situation, von daher ja, ist es hier halt die einfachste und bequemste Variante, aber leider halt auch die teuerste. Ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt zum Thema Visum oder sonstiges, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über alle netten Sachen, die ihr mir so schreibt. Und ja, wenn euch das kleine Video gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und ja, bis dahin sage ich wie immer, macht's gut, bye bye und tschüss.